knackige Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute gibt's ein komplett ausgefülltes Infovideo. Es gibt so viele Inhalte. Ich hoffe, ich kann alles aufzählen und vergesse nicht die Hälfte. Wir werden drüber reden, dass ich einen Twitch-Kanal habe. Es gibt richtig tolle Angebote beim Black Friday. Es gibt ein neues Schiff, was ihr euch kostenlos holen könnt. Und es gibt neue Azulane-Schiffe, die demnächst wohl kommen werden. Ja, fangen wir mal vorne an. Kleine Eigenwerbung. Ihr wisst ja, ich habe es schon in den Streams immer mal angekündigt. Ich habe jetzt einen Twitch-Kanal, Adlerwache TV, alles groß geschrieben. Der ist dafür da, dass wir dort einfach mal andere Spiele spielen. Also auf Twitch wird nur andere Spiele kommen, kein World of Warships. Der YouTube-Kanal wird die Priorität auf Legends behalten. Also YouTube wirklich nur noch Legends. Und auf Twitch spielen wir dann halt Sea of Thieves, Battlestation Midway, Pacific, Sons of Rome, Call of Duty und. Und was es auch noch dazu gibt, einmal im Monat gibt's einen richtig fetten Trash Friday. Also da werden wir irgendwelche absoluten Rotzspiele mal spielen. Werden auf jeden Fall dort immer wieder Spaß haben. Ich habe das jetzt mal ins Leben gerufen. Also es wird einmal im Monat den Trash Friday geben. Da spielen wir den Bussimulator, Autobahn, Polizeisimulator, was auch immer. Es wird auf jeden Fall witzig. Schaut ruhig mal vorbei. Ich werde die Streams dann auch jedes Mal auf YouTube ankündigen, auf Discord, die Moderatoren in den Communities, auf den Konsolen. Da werden wir sehr, sehr viel Spaß haben. So, kommen wir zum ersten Thema. Wir kommen zum Black Friday. Dort gibt es nämlich heute richtig krasse Angebote. Zum ersten geht ihr dann einfach in den Shop rein, geht dort auf Angebote und dort könnt ihr euch viermal Abzeichen holen für 250 Dublonen jeweils, also ein Abzeichen kostet 250 Dublonen, das könnt ihr euch viermal holen. Dann habt ihr fünf Beförderungsbefehle auch dreimal zu erhalten, auch für jeweils 250 Dublonen. Dann die Tarnung Black Friday gibt's auch für 250 Dublonen und eine Black Friday Kiste für 250 Dublonen. Dort könnt ihr vielleicht sogar die Atago B ziehen. Das wäre natürlich richtig krass bei euch. Dann geht's weiter, es gibt die deutschen Permanenttarnungen im Angebot. Dort sind dann enthalten, ihr kennt's ja, die BB-Tarnung für 1575 Dublonen, die Kreuzertarnung für 1575 Dublonen, die deutschen DDs für 1575 Dublonen. Leider ist das gesamte Paket nicht im Angebot enthalten. Ja, wer die noch nicht hat, kann auf jeden Fall zuschlagen. Und zum Schluss sind dann auch noch Schiffe im Angebot. Die Graf Spee für 7500 Dublonen, die Hood für 10.000 Dublonen, die Le Terrible für 11.250 Dublonen und die Molotow für 7.200 Dublonen. Wenn ihr euch sagt, oh, ich will alle Schiffe haben, die interessieren mich alle, gibt es auch ein großes Paket, das von leicht bis schwer Paket, das seht ihr auch gleich auf der Startseite vom Shop, das kostet 28.550 Dublonen. Dort sind dann auch nochmal Gedenksflaggen enthalten. So, Freunde, dann kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt ein kostenloses Schiff für beide Konsolen zu erhalten. Nicht so, wie wir es sonst immer kannten, dass eine Konsole bevorzugt wird. Und zwar gibt es das Paket Aufbau einer Marine, wo ihr kostenlos die Katori bekommen könnt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Dieses Paket findet ihr allerdings nicht im Ingame-Shop, sondern im PlayStation Store oder im Microsoft Store. Ihr müsst allerdings PlayStation Plus besitzen oder halt Xbox Gold. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das habt, könnt ihr euch dieses Paket kostenlos runterladen. Ich zeige euch hier auch nochmal, was sonst noch dort enthalten ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Paket. Holt es euch definitiv. So, Freunde, kommen wir dann zum Ende hinzu. Und zwar wurden auf der japanischen Twitter-Seite von World of Warships Legends die neuen Azulane-Schiffe angekündigt. Und zwar als erstes die wunderbare Queen, wie ihr hier sehen könnt. Dann als zweites die Graf Spee. Und da muss ich sagen, gefällt mir die Tarnung wirklich sehr, sehr gut. Und als drittes die Baltimore. Und ihr seht auch jedes Mal, dass dort Fragezeichen bei Kapitänen sind. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder diese schön quietschenden Kapitäninnen bekommen. Es sind bis jetzt nur drei angekündigt. Wann sie kommen, ist noch nicht bestätigt. Ich vermute mal, dass sie im Dezember-Update kommen. Und ich denke mal, dass vielleicht sogar noch zwei Schiffe kommen könnten. Weil bei dem letzten Azulane-Paket waren es auch fünf Schiffe. Das waren die Dunkirk, die Nelson, die Atago, die Belfast und die Hipper. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier vielleicht sogar noch zwei Schiffe nachrücken werden. Und es ist halt die Frage, ob es wieder nur als Tarnung angeboten wird oder ob es eigenständige Schiffe sind. Ich hoffe ersteres, weil ich brauche nicht noch andere Schiffe mit
in meinem Stammbaum drin, beziehungsweise in meinem Schiffsauswahlmenü. Ihr wisst ja, ich habe dort einige Schiffe vorhanden. Ja, Freunde, das waren die News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass in letzter Zeit ein bisschen arg wenig Videos kamen. Das liegt einfach daran, dass ich aktuell wirklich sehr, sehr viel arbeiten muss. Und da halt beide neuen Konsolen in meinem Haus stehen, möchte ich natürlich auch erstmal die intensiv spielen. Aber ab nächster Woche werde ich euch versprechen, dass wieder alles wie im gewohnten Zustand kommen wird. Ja, wie gesagt, Freunde, dann sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!